Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar 4-Stunden-Chart. Wie ihr sehen könnt, in den letzten Tagen ist der Bitcoin nochmal um ca. 7% korrigiert. Und ihr wisst ja, die Haupt-Resistance, die wir uns hier auf dem 4-Stunden-Chart noch angeschaut haben, das war die 200er Exponential Moving Average. Und ihr seht, wir haben die hier über mehrere Tage in dieser Seitwärtsphase hier bei 50.000 bis 51.000 Dollar immer wieder angetestet, konnten sie letztendlich nicht brechen und dann kam es hier zu dem Ausverkauf. Das haben wir hier auch schon in der Vergangenheit gesehen. Ihr seht, hier hat immer wieder die 200er Exponential Moving Average als Resistance gedient und ihr seht, jedes Mal, wenn wir hier abgelehnt wurden, hat das auch zu einem Ausverkauf geführt. Das haben wir ja auch hier nochmal in dem letzten Video besprochen. Wir haben gesagt, sollten wir es hier nicht schaffen, die 200 Durchschnittslinie hier zu brechen, dann retesten wir wahrscheinlich hier nochmal unseren Abwärtstrend. Und im Best-Case-Szenario sehen wir davon hier nochmal einen Anstieg über 52.000 Dollar. Das heißt also, wir schauen jetzt hier auf die nächsten Support-Zonen. Das ist einmal hier noch die 48.000 Dollar-Zone. Ihr seht, hier haben wir etwas Support von den letzten Hochs. Aber sobald diese brechen, denke ich, wird es hier runtergehen auf den Abwärtstrend, wie wir es von dem letzten Video besprochen haben. Und das Bullish-Szenario wäre, dass dann hier der Abwärtstrend einfach nochmal geretestet wird. Vorherige Resistance wird Support und wir sehen von hier aus eine Aufwärtsbewegung dann nochmal in die 52.000 Dollar-Zone. Das wäre das Bullish-Szenario. Sollte allerdings hier der rote Abwärtstrend nicht als Support bestätigt werden, wir fallen unter den roten Abwärtstrend, dann bin ich persönlich nochmal bearish auf dem 4-Stunden-Chart und rechne hier mit einem weiteren Ausverkauf Richtung 45.000 Dollar. Und wenn dann auch hier dieser Support bricht, runter Richtung 42.000 Dollar. Das sind also hier die zwei Szenarien, auf die ich jetzt auf dem 4-Stunden-Chart achte. Jetzt befinden wir uns auf dem Bitcoin-US-Dollar-Tageschart und wie ihr wisst, hatten wir hier sehr bullische Anzeichen. Wir haben es einmal geschafft, den Abwärtstrend auf dem RSI zu brechen. Wir hatten den bullischen MACD-Kurs und auch den Abwärtstrend auf dem Bitcoin-US-Dollar-Chart gebrochen. Das sah hier alles sehr ähnlich aus wie bei unseren letzten zwei Korrekturen. Hier haben wir ja auch einen RSI-Abwärtstrend gehabt. Wir hatten den bullischen MACD-Kurs und wir haben auch hier jeweils den Abwärtstrend auf dem Bitcoin-US-Dollar-Chart gebrochen. Und hier kam es dann jeweils zu einem Breakout von ca. 50%. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch gesagt, auch wenn es hier sehr ähnlich danach aussieht, als würden wir dieses Pattern wiederholen, warten wir noch, bis wir es schaffen, über den roten Kasten hier auf über 52.000 Dollar zu steigen und auch die Tageskerze auf diesem Level zu schließen, bevor wir long gehen. Solange wir dies noch nicht sehen, bleiben wir auf der Seitenlinie und das war hier auch die richtige Vorgehensweise, denn wie ihr sehen könnt, haben wir es nicht geschafft, uns hier über dem roten Kasten zu etablieren auf über 52.000 Dollar und dann kam es auch hier nochmal zu dem Ausverkauf. Wie ihr momentan seht, sind wir wieder auf 48.500 Dollar. Das heißt also, meine Strategie hat sich hier nichts verändert. Wir haben hier immer noch die Hauptsupportzone, die 200-Tage-Durchschnittslinie bei ca. 47.000 Dollar. Aber solange wir hier einfach in dieser Seitwärtsphase sind, solange sind wir hier immer noch in einer No-Trading-Area. Und ich persönlich habe hier nur zwei Trading-Möglichkeiten. Ich sehe hier nur zwei profitable Trading-Möglichkeiten. Das ist einmal ein Long-Trade. Sobald wir über den 52.000 Dollar sind, diese als Support bestätigt haben, dann können wir hier long gehen Richtung 60.000 Dollar, Stop-Loss unter den roten Kasten, dann haben wir hier ungefähr ein Risiko von 8%, potenzielle Upside hier von ungefähr 14 bis 15% ist noch ungefähr ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Das ist immer so das Mindestmaß, was ich erfüllt haben möchte. Oder eben, das wäre wirklich das Worst-Case-Szenario. Wir sehen hier nochmal eine weitere Abverkaufswelle, kommen hier runter in den grünen Kasten und dann schließen wir hier unter 40.000 Dollar, dann würde ich hier short gehen in Richtung der 30.000 Dollar. Wie gesagt, das wäre das bearische und worst case Szenario. Da würde ich den Stop-Loss hier über den grünen Kasten legen. Hätten wir nach unten hier eine Downside von ungefähr 24% und ein Risiko hier auch ungefähr von 8%. Das wäre dann also hier auch noch ein gutes Risk-to-Reward-Verhältnis. Ihr seht, in dieser Mittelzone hier ergibt sich meiner Meinung nach einfach kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Wenn ich jetzt hier blind long gear macht keinen Sinn, denn wir haben hier sofort noch die heftige Resistance bei 52.000 Dollar über uns und gleichzeitig müsste man auch hier den Stop-Loss unter das letzte Tief ziehen. Das heißt, wir hätten hier 7% Risiko und nach oben eigentlich auch nur 7% Upside noch auf die 52.000 Dollar. Das ist also ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1. Das macht keinen Sinn, diesen Trade einzugehen. Und ihr seht auch, Shorten macht hier auch keinen Sinn. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwie bei 48.000 Dollar Short gehen möchte, haben wir hier sofort die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 47.000 Dollar als Support. Hier bei 45.000 Dollar auch noch
diesen horizontalen Support von unseren letzten Tiefs und gleichzeitig, wenn wir hier auch nochmal die Fibonacci Retracement Level auf die gesamte Aufwärtswelle anlegen, seht ihr auch noch, dass hier unten drunter sofort bei 44.000 Dollar das 0,68er Fibonacci Retracement Level als Support liegt. Das heißt also, wenn ich jetzt hier short gehen möchte, müsste ich ja mein Stop-Loss über das letzte hochziehen. Das heißt also hier auf 52.000 Dollar, dann habe ich 8% Risiko. Aber ihr seht, nach unten habe ich gerade mal 7% Chance, bis wir dann hier auf starken Support treffen. Deswegen ergeben sich hier meiner Meinung nach eben nur die zwei Trading-Möglichkeiten, die ich eben gezeigt habe. Einmal Long über 53.000 Dollar Richtung 60.000 Dollar oder einmal Short unter 40.000 Dollar Richtung 30.000 Dollar. Und der Raum dazwischen meiner Meinung nach ist eine No-Trading-Area, da wir hier einfach kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis bekommen. Und deswegen werde ich hier auch weiterhin auf der Seitenlinie bleiben, bis wir entweder das Bullish-Szenario sehen über 52.000 Dollar oder das Bearish-Szenario unter 40.000 Dollar. Das heißt also momentan einfach abwarten, weiterhin noch auf der Seitenlinie bleiben. Und solche Phasen sind einfach langweilig, aber die gibt es einfach beim Trading. Die hatten wir zum Beispiel hier auch schon in dieser zweimonatigen Seitwärtsphase. Hier konnte man auch nichts machen, außer Dollar Cost Averaging, was wir auch damals gemacht haben. Hier hat sich einfach auch kein guter Trade ergeben. Und genau dasselbe hatten wir auch damals hier oben in dieser Phase. Hier sind wir auch ewig lang seitwärts gefahren. Und diese Range konnte man auch nicht wirklich traden. Solche Phasen gibt es einfach. Und da ist es meiner Meinung nach einfach schlau, nicht überstürzt, irgendwie mutwillig in einen Trade zu gehen, denn dann passieren die Verluste. Hier werde ich einfach weiter auf der Seitenlinie bleiben, bis sich hier entweder das Long- oder das Short-Szenario ergibt. Auf dem Lux-Algo-Indikator ist die Situation auch noch unverändert. Ihr seht hier auf dem Tageschart, der Trendcatcher ist nach wie vor noch rot. Die Kerzen sind nach wie vor noch rot. Das heißt also, das Verkaufsszenario ist hier noch bestätigt. Wir sind noch in einem Abwärtstrend und müssen somit immer noch mit fallenden Kursen rechnen, genauso wie wir das hier bei der letzten und auch bei der vorletzten Korrektur gesehen haben. Das bedeutet also, worauf wir jetzt hier achten, ist, dass wir nochmal eine Umkehrformation sehen, bevor wir long gehen. Das heißt also, wir müssen hier nochmal sehen, dass der Trendcatcher grün wird, dass die Kerzen nochmal grün werden und dann könnten wir hier nochmal long gehen. Das übergeordnete Ziel wäre dann hier 65.000 bis 70.000 Dollar. Solange wir hier aber noch die bestätigten Short-Signale haben, müssen wir eben, wie gesagt, noch mit einer Korrektur rechnen. Das heißt also, die nächste Supportzone sind hier noch die 46.000 Dollar, unsere letzten Tiefs. Und wenn diese brechen, müssen wir damit rechnen, dass es hier nochmal runtergeht in die grünen Bänder. Also hier auf circa 40.000 Dollar. Das heißt also auch hier auf dem Lux-Algo-Chart nach wie vor bin ich auf der Seitenlinie und werde nur Dollar Cost Averaging eben hier entlang der grünen Bänder betreiben. Solange wir aber hier nicht nochmal ein bestätigtes Long-Signal haben, solange werde ich hier auch noch mit dem nächsten Long Trade auf der Seitenlinie bleiben und abwarten. Schauen wir abschließend auch auf den Bitcoin US-Dollar Wochenchart und auch hier sehen wir noch dasselbe Bild. Wir sind hier nach wie vor noch gefangen zwischen unserer Resistance, der 21er EMA Weekly und unserem Support, der 50er Moving Average. Das heißt, auch hier sind wir noch in unserer No Trading Area und hier seht ihr einfach, die Situation momentan ist relativ langweilig. Wir laufen jetzt hier schon mit 4 Wochenkerzen seitwärts inzwischen dieser Resistance und dem Support. Und hier hoffe ich, dass es demnächst zu einem Breakout kommen wird. Wenn es zu einem bearischen Breakout kommt, wisst ihr ja, wird hier die Zone nochmal bei 42.000 Dollar interessant. Hier haben wir einmal diesen horizontalen Support. Ihr seht, wir haben hier sehr viele Berührungspunkte in der Vergangenheit gehabt und gleichzeitig liegt eben in dieser Zone auch nochmal hier betrachtend auf die gesamte Aufwärtsbewegung die 0,68er Fibonacci Retracement Level. Das heißt, also hier haben wir einen sehr starken Support und hier wäre es auch nochmal interessant, dann nachzukaufen langfristig neben dem Dollar Cost Averaging nochmal mit einer zusätzlichen Position. Und wenn wir es eben schaffen, erst hier über die 1er EMA auszubrechen, dann bin ich persönlich hier nochmal übergeordnet bullish und rechne dann hier mit einem Breakout zurück auf die Allzeithochs in Richtung der 60.000 Dollar. Solange wir hier auf dem Wochenchart aber nicht über der 21er EMA sind, solange kann ich hier auch nicht wirklich bullish sein. Ihr wisst es ja, in einem Bullrun möchten wir über der 21er EMA sein. Erst dann sind wir hier nochmal in einem Aufwärtstrend übergeordnet. Das einzige Bullische, was sich hier momentan entwickelt, ist, dass wir sehen, dass wir hier einen bullischen stochastischen RSI-Cross haben. Und ihr seht auch, die letzten Male, wo wir hier einen bullischen stochastischen RSI-Cross hatten, das war zum Beispiel hier einmal im Juli und auch gleichzeitig über der 50er Weekly Moving Average war, war das hier unser Boden und es kam zu einem sehr starken Anstieg. Das haben wir hier zum Beispiel auch gesehen im September. Ihr seht, wir hatten hier einen bullischen stochastischen RSI-Kurs und waren hier über der 50er Moving Average und hatten dann auch hier nochmal mit dem RSI-Kurs Aufwärtsmomentum. Das heißt also, falls sich dieses Pattern wiederholt, wir es schaffen hier, die 50er Moving Average zu halten
und dann hier auch einen bestätigten stochastischen RSI-Kurs über dem Fundshare-Level liegt, könnte das dazu führen, dass wir genug bullisches Momentum aufbauen, über die Antische EMA zurückkehren können und dann auch hier auf die 60.000 Dollar. Das wäre also hier das einzige bullische Pattern, was ich noch momentan sehe, aber das verändert auch trotzdem nichts an unserer Vorgehensweise. Solange wir hier unter der 1er EMA noch sind, solange werde ich persönlich mit dem nächsten Long Trade auf der Seitenlinie bleiben. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.